Hallo, ich bin die Sophia und heute erzähle ich euch ein bisschen was über den Regenwald. Vielleicht habt ihr ja schon eine Ahnung, wann es im Regenwald Sommer ist. Vielleicht, wenn es bei uns Herbst ist oder Frühling oder Winter oder wenn bei uns Sommer ist. Die Antwort ist eine ganz andere und zwar die Philippinen, die liegen hier oben, das ist am Äquator. Und am Äquator, da herrscht sozusagen immer Sommer. Aber auf den Philippinen sowie in den anderen Gebieten, die ein bisschen weiter nördlich oder südlich liegen, gibt es sowas wie ja, Regen- und Trockenzeit. Und die Trockenzeit da, die ist zwischen Januar und April, kann man so sagen. Da regnet es aber trotzdem. Als ich da war, hat es dann immer jede Nacht geregnet. Manchmal hat es sogar 2 oder 3 Tage lang durchgeregnet. Es ist da aber sehr warm. Ungefähr so 20, 25 Grad ist also ganz angenehm da. Und wir kommen zur nächsten Frage. Wie viele Tier- und Pflanzenarten leben denn im Regenwald? Man kann hier so in Deutschland sagen, so mal geschätzt vielleicht in so einem kleinen Buchenwald oder sowas, dass es da vielleicht so ungefähr 300 oder 600 Tier- und Pflanzenarten gibt. Auf den Philippinen und in dem ganzen Regenwald leben aber super viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Man kann sagen, bis zur Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten leben dort, weil es da einfach super viele verschiedene Arten gibt. Das hat damit zu tun, dass bei uns da oben und da unten, da herrschen auch manchmal Eiszeiten und dann kommen die ganzen Eisdecken. Und dann können da nicht so viele Tier- und Pflanzenarten überleben. Tiere sterben dann aus. Und hier am Äquator eben nicht so sehr. Ja, vielleicht fragt ihr euch, wie viel Regen da eigentlich im Regenwald fällt. Sind es vielleicht 100 mm oder 600 mm? Also 600 mm, dass so viel regnet es pro Jahr ungefähr in Hamburg. Also schon ziemlich viel, aber nicht ganz so viel wie im Regenwald. Im Regenwald regnet es nämlich viel, viel mehr. Nicht nur 1000 Millimeter, sondern 3000 bis sogar 10.000 Millimeter manchmal. Das sind 1 Meter Wassersäule pro Jahr, die dann von oben herabkommen. Ja, da regnet es einfach super viel. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wie hoch Regenwaldbäume so werden können. Und es sind nicht 15 Meter. 15 Meter ist ungefähr so groß wie ein dreistöckiges Haus mit Dach zum Beispiel. Und es sind auch nicht 25 Meter. So groß können zum Beispiel Eichen werden, so 25, 30 Meter. Und es sind ganze 60 Meter, die Regenwald-Riesenbäume werden können. Das sind dann einzelne Riesen, die dann aus diesem Kronendach heraus so hervorstehen. Und das Kronendach ist ungefähr 40 Meter groß, also deutlich höher als unser Wald. Und da leben auch super viele Tier- und Pflanzenarten. Leider gibt es da auch sehr viel Abholzung in den Regenwäldern. Und vielleicht könnt ihr ja schon mal abschätzen, wie viel. Sind es ungefähr 100 Quadratmeter oder sind es ungefähr 600 Quadratmeter? Oder ist es so groß wie eine Fläche von Schleswig-Holstein, also 16.000 Quadratmeter pro Jahr? Leider ist das eine Fläche so groß wie Griechenland oder auch England, also 130.000 Quadratmeter jährlich. Also so eine Fläche wie groß wie England wird jährlich am Regenwald abgeholzt. Also hier in Asien, hier in Afrika, aber auch da drüben. Und jetzt wollt ihr doch bestimmt auch wissen, wie viel auf den Philippinen in den letzten 100 Jahren abgeholzt wurde. Das kann ich euch auch sehr gerne sagen. Leider sind es nicht nur 60%, sondern 83% wurde in den letzten 100 Jahren abgeholzt. Das ist eine ganz schöne Menge. Was passiert eigentlich, wenn man den Regenwald abholzt? Habt ihr euch bestimmt auch schon mal gefragt. Das kann ich euch auch sagen. Und zwar, wenn man einzelne Bäume abholzt, dann ist das für einzelne Arten zum Beispiel schlimm oder für die Artenzusammensetzung. Und vielleicht gehen da auch Nisthöhlen verloren. Das wäre natürlich super schade. Was aber noch viel schlimmer ist, wenn man große Flächen Regenwald abholzt. Denn das Weltklima ändert sich. Das hat verschiedene Gründe. Grund Nummer eins, es fällt viel weniger Regen als vorher. Denn normalerweise, wenn man
wenn da ein Regenwald ist und die Wolken dann dagegen prallen, dann fällt auch ziemlich viel Wasser darunter. Und wenn da keine Bäume mehr sind, dann fällt auch viel weniger Wasser runter. Ist also viel trockener. Und damit haben auch die Bauern zu kämpfen, die normalerweise den Regenwald abholzen würden und da ihre Feldfrüchte auftragen. Und wenn es da nicht mehr so viel regnet, dann müssen die dann noch weiter in den Regenwald hinein. Und dann wird es immer trockener und trockener und das Land unfruchtbarer. Der zweite Punkt ist, es wird heißer, weil die Bäume nicht mehr da sind, die normalerweise das Sonnenlicht sofort reflektieren würden. Bis zu 90 oder 99% sogar. Und wenn die nicht mehr da sind, dann wird es auf dem Boden heißer. Und der dritte Punkt, bei der Verbrennung von den Bäumen, zum Beispiel bei Brandrodung, würde ziemlich viel Kohlenstoffdioxid entstehen und das ist ja klimaschädlich. Punkt 4. Wenn der Regenwald weg ist, bleibt da nicht so viel Humusboden übrig, weil die ganzen Nährstoffe zirkulieren und wir haben nicht wie in unseren Wäldern irgendwie eine dicke Schicht irgendwie Humus, sondern das ist alles sehr alter Boden. So ein bisschen rötlich, ein bisschen tonig. Und wenn da keine Wurzeln mehr da sind, die den ganzen Regen aufnehmen und aufhalten, dann kann das sein, dass das als Erdrutsch die ganze Erde runterkommt und dass das ganze halbe Dörfer verschlingt. Und die Leute ihre Häuser wieder aufbauen müssen. Was machen eigentlich Wilderer im Regenwald? Nun ja, Wilderer. Die können zum Beispiel diese einzelnen Bäume entnehmen. Die können aber auch Tiere jagen, also wildern, die sie eigentlich gar nicht jagen dürfen, weil die besonders geschützt sind, weil sie besonders selten und vom Aussterben bedroht sind. Sie sammeln bedrohte Pflanzen auf und verkaufen sie und sie töten besonders seltene Tier- und Pflanzenarten. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du dem Regenwald helfen kannst. Nun ja, zum Beispiel könntest du weniger Fertigprodukte kaufen, denn da ist zum Beispiel super viel Palmöl drin. Du kannst zum Beispiel aber auch weniger Billigfleisch essen, denn dafür wird häufig Soja gebraucht und auch dafür der Regenwald abgeholzt. Außerdem produzieren Tiere wie Kühe klimaschädliche Gase. Das heißt, wenn du eher seltener und zum Beispiel Biofleisch kaufen würdest, würdest du ein bisschen dem Regenwald helfen. Außerdem könntest du deinen Freunden und deiner Familie erzählen, warum der Regenwald wichtig ist, oder du kannst in Vereinen aktiv werden und/oder Geld spenden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust, ein paar Regenwald-Dokumentationen oder Filme zu schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss!